Na gut, gehen wir erstmal zu Liara, mal sehen, ob es hier was Neues gibt. Irgendein Lebenszeichen? Der von dem Dreschlund zerstörte Reaper scheint völlig leblos zu sein, Doktor. Um sicher zu gehen, müssten wir allerdings Teams hinschicken. Kommt nicht in Frage. Sagen Sie den Kroganern, sie sollen sich fernhalten. Ich denke auch, es gibt Wichtigeres. Und ich könnte mir vorstellen, dass Kairos den Reaper komplett auseinandergenommen hat. So, schauen wir mal hier rein, denn wir können hier was Neues machen. Das Waffen-Upgrade-Kit. So, Munitionskapazität oder Waffenschaden? Da gehe ich eher auf den Waffenschaden, denn mit Munitionskapazität haben wir als Frontkämpfer wirklich keine Probleme. Aber Waffenschaden kann nie schaden. So, wunderbar. Gut, haben wir irgendwelche neuen Nachrichten hier? Oh ja, einiges. Eintrag 3 von Liara. Wenn es stimmt, was Javik sagt, dann entstammt er einem Volk von Imperialisten, das den Rest der Galaxie in Angst und Schrecken versetzt hat. Und könnte er seine Leute zurückbringen, würde er uns alle dafür opfern, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken. Ja, das haben wir ja schon gemerkt. Ich habe mir heute meine alten Notizen angesehen. Sie sind sehr naiv. Haben wir die Proteaner wegen ihrer beeindruckenden Technik für romantisch verklärt? Ist das wirklich das Volk, dessen Studium ich mein Leben gewidmet habe? Du kannst halt nicht ahnen, wie sie drauf sind. Du hattest keine Anhaltspunkte über ihre Kultur. Bericht über Massenportalverkehr. Zunahme, Abnahme des aktuellen Portalverkehrs. Witwe, 95% Zunahme. Ich glaube, Witwe-System, das ist das, wo die Citadel ist. Omega, 65% Zunahme. Auch da gehen die Leute hin. Tassail, weiß ich leider nicht, was da drin ist. Auch 32% Zunahme. Sinehand, 43% Abnahme. Pelion, 12% Abnahme. Fontes, Charon und Chansey Theta nicht verfügbar. Charon ist übrigens das Portal, das in das solare Sonnensystem, ins Sol-System führt, also in unser Sonnensystem. Tja, von da gibt's wohl nichts Gutes mehr zu berichten. Anruf von Kaylee Sanders bei Jack. Hey Sanders, wollen Sie sich nach den Kindern erkundigen? Wie geht es Ihnen, Jack? Ganz gut. Wird das lange dauern? Ich habe ziemlich viel zu tun. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich einige Allianzfreunde dazu überredet habe, sich von dem Biotikverstärker zu trennen, den Sie und die Kinder bei Grissom getestet haben. Sie können ihn auf der Citadel abholen. Verdammt! Einer von den L3X1? Wissen Sie, was ich damit alles anstellen kann, wenn er erstmal installiert ist? Ich kann's mir vorstellen. Passen Sie auf sich auf. Ja, ja, und hey, danke. Und eine Nachricht von Kaylee Sanders an David Anderson. David, diese Nachricht wird dich nicht so schnell erreichen, außer du findest auf der Erde eine funktionierende Extranet-Verbindung. Ich habe es zu der Waffe geschafft, die wir bauen. Sie ist noch nicht mal halb fertig und sie ist das atemberaubend komplizierteste Stück Technologie, das ich je gesehen habe. Ich wünschte, du könntest sehen, was wir hier bauen, David. Es gibt mir Hoffnung. Pass auf dich auf. Mir zuliebe. Die Dinge gehen ihren Gang und wir schauen mal, ob Liara was Neues für uns hat. Beschäftigt? Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Es ist egoistisch, aber selbst wenn wir scheitern... Ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Das ist dein Gedankengang dabei, okay. Aber die Sache ist mit den 100 Jahren, es heißt nicht, dass wir 100 Jahre Zeit haben, eine Entscheidung herbeizuführen, sondern in 100 Jahren wird die endgültige Auslöschung sein. Die ganze Infrastruktur und alles wird jetzt zerstört. Das heißt, jetzt ist der entscheidende Augenblick, in dem über Sieg und Niederlage entschieden wird. Nicht erst in ein paar Jahren. Erst 109, was? Ich weiß, man beschwert sich nicht über eine Lebenszeit von 1000 Jahren. Ich fand es immer traurig, dass die meisten Aliens nur so kurz leben. Vielleicht ist es gar kein Privileg, alle zu überleben. So viel Tod zu sehen. Gab es schon oft genug die Ansicht, dass der Tod ein Geschenk ist eigentlich? Zum Beispiel auch, ich weiß, ich ziehe gern die Referenz zu Herr der Ringe, aber auch beim Herrn der Ringe, die Elben sagen auch, der Tod ist ein Geschenk für die Menschen, beziehungsweise ich glaube, die Valar haben das selbst als Geschenk für die Menschen bezeichnet, die Sterblichkeit.
die natürliche Sterblichkeit. Ich meine, Elben können auch sterben, aber nicht so richtig. Tja, ich kann mir auch vorstellen, ich hab's auch... Wo hatte ich das auch? Ach ja, genau. Ich hatte früher mal ganz viel von den Vampir-Chroniken von Anne Rice gelesen. Also im Prinzip das, was bei Interview mit einem Vampir, mit Lestat de Lioncourt und so, ist, das gibt's mit, da gibt's eine ganze Reihe von mit unglaublich vielen Büchern. Und die Vampire dort, die haben auch irgendwann einsehen müssen, dass an alle anderen zu überdauern nicht unbedingt nur positiv ist. Machen Sie sich deshalb nicht verrückt. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Aber nur, weil Sie ihn noch vorantreiben. Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie Sie. Ich frage mich, wie Sie das machen. Ja, unbedingter Willen, es durchzuziehen. Ich denke an Leute, an denen mir etwas liegt. Das hilft sehr. Schön, dass ich dazugehöre, oder? Aber natürlich. Es geht mir schon besser. Danke für den Besuch, Shepard. Wir reden später weiter. Der unbedingte Willen, es durchzuziehen und stets der moralische Kompass, das Richtige zu tun. Zu Ihren Diensten. Eben nicht die Leute zu verarschen und zu verraten, weil das auf lange Sicht nicht funktioniert. Und wir sehen es jetzt immer wieder, dass unsere moralischen Entscheidungen durchaus positive Ergebnisse nach sich ziehen. Commander? Hier unten alles in Ordnung, Doktor? Ich räume noch auf. Mordin war großartig. Aber Ordnung war überhaupt nicht sein Ding. Das überrascht mich nicht. Ich werde Mordin vermissen. Nicht nur seinen Gesang. Aber es geht weiter. Oh, ich würde Sie gern untersuchen. Mich untersuchen? Du klingst ja schon wie Mordin. Stimmt denn etwas nicht mit mir? Doch, aber die kybernetischen Implantate von Cerberus sollten wir im Auge behalten. Es war teuer, mich zurückzubringen. Und jeden Cent wert. Wir sollten einfach auf Nummer sicher gehen. Gut, schaden kann's ja nicht. Aber diesmal ohne Skalpell, Doc. Schon enttäuschend, dass ich Sie nicht aufschneiden muss. Ich überprüfe nur mit dem Diagnoseprogramm Ihre Implantate und ermittle ein paar Werte. Gut. Ihre Implantate zeigen kaum Abstoßungsreaktionen. Wenn Sie diese positive Sichtweise behalten, sollten Ihre Narben nicht zurückkehren. Das war's schon. Sie sind völlig gesund. Sehr gut. Selbes Spiel wie im zweiten Teil. Wenn wir böse agieren, dann sehen wir irgendwann auch dementsprechend aus. Dann fangen die Augen rot zu leuchten an und wir haben überall rot leuchtende Narben im Gesicht. Und dann sieht Shepard richtig creepy aus. Also ich hab's mal mit einer weiblichen Shepard gemacht. Die war dann eine übelste Hexe danach. Die sah schon ziemlich gruselig aus, muss ich sagen. Ganz bleich und halt, wie gesagt, rote Augen, rote Narben, war ein Traum. Wie sieht unser Bestand aus? Die Krankenstation wurde noch auf der Erde vollständig aufgestockt. Das dürfte eine ganze Weile reichen, auch wenn sie jeden Tag in Schießereien geraten. Bereuen Sie die Arbeit für Cerberus? Wir haben sie nur benutzt. Wenn ich deswegen überhaupt etwas fühle, dann ist es Schuld. Wir nahmen ihr Geld, ihre besten Leute, ihr bestes Schiff. Wir haben damit die Kollektoren besiegt. Und jetzt setzen wir das alles gegen sie selbst ein. Ich bereue dabei überhaupt nichts. Ich empfinde dabei keine Schuld, dass wir denen das weggenommen haben, denn wir haben die Kooperation angeboten. Und der Unbekannte hat uns damals keine Wahl gelassen. Also er hat natürlich schon gesagt, du kannst machen, was du willst, aber er wusste natürlich, dass er uns mit der moralischen Keule eins überziehen kann und dann wir auf jeden Fall auf die Mission eingehen. Und ansonsten, danach wollte er nicht mit unserem Kurs weiter agieren und daher hat er halt einfach Pech gehabt, würde ich sagen. Er wollte nicht mehr mit uns kooperieren. Und die Normandy hat er uns gegeben. Sie ist unser Baby. Sie haben noch nie Ihre Familie erwähnt. Ich habe auch keine. Ich bin die letzte einer berühmten Reihe von Medizinern. Die Allianz ist meine Braut. Und Sie sind alle meine Kinder. Ich habe viele enge Freunde. Aber mit jedem zerstörten Allianzschiff verliere ich welche. Wir müssen den Krieg beenden. Nie drüber nachgedacht, eine Familie zu gründen? Wir sehen uns später, Doktor. Viel Glück, Shepard. Na gut. Wie du meinst.
So, schauen wir noch kurz bei Garrus vorbei. Mal sehen, ob es da was gibt. Immerhin haben wir ja jetzt die Sache mit den Turianern geklärt. Da könnte es sein, dass hier ein größeres Gespräch wartet. Schauen wir mal. Ach, Garrus ist wohl anderweitig beschäftigt. Gut, er muss ja die Truppen koordinieren. Das kann sein, dass er irgendwo ganz anders rumspringt. Er ist nicht weg. Er gehört ja zu unserem Squad, aber ich weiß ganz ehrlich nicht, wo er sich gerade aufhält. Ich meine, im KIZ war er auch nicht. Dort wäre er ja eigentlich am logischsten gewesen. Naja, gehen wir mal weiter zum Maschinendeck. So, erstmal bei Jarvik vorbeischauen. Der wird bestimmt Warum ein paar Worte zu verlieren haben. Warum interessieren Sie sich so sehr für mein Volk, Asari? Die Proteaner waren immer ein Rätsel, das es zu lösen galt. Ich wollte wissen, was mit ihrer Zivilisation geschehen ist. Warum ist so eine erleuchtete Spezies verschwunden? Erleuchtet? Naja, man hatte immer den Eindruck. Und jetzt, wo ich da bin? Was ist das für ein Gefühl, nach 50.000 Jahren in einer neuen Galaxie zu erwachen? Ich finde, dieser Zyklus legt zu viel Wert darauf, was andere Spezies denken. Kroganer, Turianer, Salarianer. Zu meiner Zeit waren sie alle primitiv. Was soll ihre Hilfe jetzt nützen? Alleine können wir diesen Krieg nicht gewinnen. Dann verlangen sie ihre Hilfe. Schenken sie egoistischen Forderungen keine Beachtung. Was bringt es schon, eine Kroganerin zu retten? Wenn es nur so einfach wäre. Wenn sich jemand in den Weg stellt, vernichten sie ihn. Wie bitte? Ich... Entschuldigung. Der frühere Bewohner dieses Raums hat Spuren hinterlassen. Ich habe einige davon absorbiert. Ja, Grunt. Er war sehr stark. Ich lasse sie jetzt allein, damit sie sich erholen können. Das wäre das Beste. Ich wollte gerade sagen, du hast überhaupt nichts verstanden dabei. Auch nicht aus dem Untergang deiner Zivilisation gelernt. Aber wenn das daran liegt, dass Grunt in dir drin steckt gerade, dann kann ich das verstehen, ganz ehrlich. Grunt war ja auch nur auf Konfrontation aus. Er war ja auch anders als Rex. Grunt war ja der pure kroganische Kriegsgeist sozusagen. Na gut, sprechen wir mal ein bisschen mit ihm. Commander? Wie kommen Sie zurecht, Jarvik? Ein Teil der Crew sucht meine Freundschaft, aber deshalb bin ich nicht hier. Außerdem muss ich mir die Hände waschen. In diesem Schiff gibt es überall Rückstände. Was für welche? Ich habe mich umgesehen. Die früheren Crewmitglieder haben Spuren hinterlassen. Zum Beispiel eine Menschenfrau mit unnatürlicher genetischer Struktur, wie künstlich hergestellt. Klingt nach Miranda. Und ein Drell. Er war sehr krank. Thane. Und der Kroganer, der früher hier gewohnt hat. Er durchlief eine Metamorphose. Seine Erinnerungen waren wirr, nicht organisch. Er war unsicher und aufgewühlt. Ich begreife das immer noch nicht, dieses Herauslesen von Informationen. Für mein Volk war es so natürlich wie Atmen. Die Evolution ist schon erstaunlich. Unsere Wissenschaftler hielten sie für die einzig bedeutsame Kraft in der Galaxie. Sie nannten sie den kosmischen Imperativ. Die Starken gediehen, die Schwachen gingen unter. Die Regierungen ihres Zyklus scheinen zu wollen, dass möglichst alle überleben. War dieser Imperativ nur eine wissenschaftliche Meinung oder basiert er auf uns unbekannten Beweisen? Das Universum lieferte die Beweise. Man musste sich nur umsehen. Und erkannte dann was genau? Artensterben ist das Gesetz des Kosmos. Die natürliche Ordnung der Dinge. Die schwächsten Spezies gehen unter. Natürlich gehen schwache Spezies unter Umständen unter. Das ist ja auch in der Evolution bedingt letztendlich, dass schwächere Spezies untergehen. Aber ein Ökosystem funktioniert nicht, indem eine super starke Spezies alles andere unterdrückt. Denn dann ist das Gleichgewicht im Arsch. Und das erkennen wir schon allein, wenn wir uns auf der Erde umsehen. Wenn wir irgendwo, zum Beispiel nehmen wir doch mal Australien. Dort wurde durch eingeschleppte Arten das ganze Ökosystem teilweise total kaputt gemacht. Und wie hat man es versucht zu lösen? Indem man noch andere Arten reingebracht hat, die dann wieder die dominant werdenden Arten zerstören sollten. Und allein auf der Erde durch dieses Einschleppen von Arten
wird die Vielfalt zerstört und wird auch, dadurch, dass die Vielfalt zerstört wird, wird auch das Gleichgewicht aus dem Konzept gebracht, aus dem Tritt gebracht. Weil es natürlich, wenn es von einer Art extrem viele gibt, dann auch die entsprechenden Ressourcen verstärkt verbraucht werden, die diese Art braucht. Denn gerade diese Vielfalt, dass viele Wesen existieren, die ganz verschiedene Anforderungen haben, die ganz verschiedene Nährstoffe brauchen, ganz verschiedene Nahrung brauchen und auch wieder ausscheiden und die Natur auf verschiedene Arten und Weisen auch beeinflussen, dadurch wird doch überhaupt erst die Waage gehalten. Nehmen wir zum Beispiel Monokulturen. Bei uns jetzt, wenn wir die Agrarwelt anschauen, wenn irgendwo Monokulturen hingesetzt werden, dann wird der Boden unfruchtbar dafür. Weil die Pflanzen, und da sind wir nur bei Pflanzen und nicht bei Tieren oder gar irgendwelchen Kulturen, weil die Pflanzen ganz bestimmte Nährstoffe aus dem Boden ziehen und die Nährstoffe dann irgendwann weg sind. Und genauso ist es halt auch, wie gesagt, bei Pflanzen ist es schon so, bei Tieren und vor allen Dingen auch bei Zivilisationen, ich meine, da gibt es ja nun nur die menschlichen Zivilisationen bei uns auf der Erde, in unserem Erfahrungsschatz, aber beim Mass Effect, bei den verschiedenen Spezies wird das noch extremer sein, da ist das genauso letztendlich. Wenn es nur eine Art gibt, die ganz bestimmte Anforderungen stellt, dann, ja, das schwächt das gesamte Ökosystem, beziehungsweise hier halt, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ist ja kein Ökosystem, die Galaxie. Und das ist kein Gesetz des Kosmos. Das passiert in der Natur normalerweise eigentlich nicht. Weil solche Ökosysteme dann zum Sterben verurteilt sind, wenn es tatsächlich mal einen gibt, der extrem stark sich verbreitet. Es ist im Prinzip dann wie ein Krebsgeschwür. Wenn du so willst. Ein Krebsgeschwür im Körper ist ein sehr starkes Gewebe, das alles andere verdrängt und sehr viel Nahrung benötigt. Und das tötet den Organismus auf Dauer. Also seid ihr im Prinzip das Krebsgeschwür eurer Zeit gewesen. Obwohl ihr eine verdammt entwickelte Kultur hattet und diese Fähigkeit aus irgendwelchen Rückständen was rauszulesen extrem cool ist. Trotzdem. Extrem cooles Krebsgespür, wenn man so will. Klingt komisch, ist aber so. Die Starken haben die Pflicht, die Schwachen zu schützen. Sonst herrscht Anarchie. Aber wer nichts beizutragen hat, sollte eliminiert werden. Falsche Ansicht. Damit der Konflikt zur Lebensmaxime wird? Die Evolution verlangt das. Die Starken dominieren die Schwachen und werden stärker. Zum Wohle aller. Aber ich denke nicht, dass ihre Asari meine Ansichten teilt. Liara? Sie hatte vermutlich nur eine gänzlich andere Vorstellung von Proteanern. Wir sind alle das Produkt unserer Zeit. Wäre ich in diesem Zyklus geboren, wäre ich vielleicht der edle Gelehrte, den sie gern hätte. Diese Ansicht, dass Leute, die nicht nützlich sind, vernichtet werden müssen, die ist grässlich, die finde ich ganz grausam. Und dieses Nützlichkeitsprinzip, darüber könnte ich mich auch in Einwanderungspolitik immer extrem, also ich will nicht sagen aufregen, weil ich die Logik dahinter schon nachvollziehen kann, aber es ist traurig, dass diese Logik vorherrscht. Also bei der Einwanderungspolitik ist es ja im Prinzip auch so, gut, das ist eigentlich so eine Zweiklassengesellschaft. Als Deutscher zum Beispiel könnte man überall in die Welt hin auswandern, wo man will. Man kann sich irgendein Land aussuchen, man dreht einmal den Globus, tippt irgendwo drauf auf die Karte und sagt sich, da will ich hinziehen. Kann man machen. Und das funktioniert. Wie das Land nun aussieht und ob man da glücklich wird, ist eine andere Sache. Aber man kann es machen. Wenn man aber meinetwegen aus Burundi kommt, dann kann man nicht überall hinziehen. Erstens fehlt einem das Geld und zweitens, selbst wenn man das Geld aufbringen kann, um die Reisekosten zu begleichen, dann darf man trotzdem nicht in jedes Land einwandern. Wann darf man's? Wenn man nützlich für die Gesellschaft ist. Und das finde ich eigentlich eine ganz traurige Sache, dass es tatsächlich, dass die moralische Komponente gegenüber der Wirtschaftlichkeit so unglaublich im Hintertreffen ist. Und die Wirtschaftlichkeit ist ja letztendlich nur, also wann ist etwas wirtschaftlich, wenn es nützlich ist für die Wirtschaft? Sozusagen, wenn es irgendeine Arbeitskraft einbringen kann und vielleicht noch besonderes Spezialwissen hat, sozusagen. Deswegen, gut ausgebildete Spezialisten werden genommen,
Aber wenn sie jetzt nicht gerade, gut, bei Burundi habe ich jetzt vielleicht insofern ein schlechtes Beispiel getroffen, dass man da durchaus als Flüchtling vielleicht rauskommen kann, könnte ich mir vorstellen. Genauso Eritrea ist ja auch so ein Beispiel. Da wird, also aus Eritrea werden ja so gut wie alle Flüchtlinge genommen, weil Eritrea ein Land ist, in dem Männer echt scheiße dran sind. Die werden dort bis zu 20 Jahre eingezogen für Kriegsdienst. Und naja, generell, es wird ja als das Nordkorea Afrikas bezeichnet. Egal, worauf ich hinaus wollte, wenn man jetzt nicht gerade aus so einem Land kommt, sondern vielleicht aus einem, wo zwar Frieden herrscht, aber vielleicht schon ziemliche Armut, als Wirtschaftsflüchtling darf man nur in europäische Länder einwandern eigentlich, wenn man was zu bieten hat sozusagen. Aber mal ehrlich, selbst wenn da irgendein gescheites Kind geboren wird, wenn es in dem Land keine Möglichkeit hat, eine Ausbildung zu erfahren, wie soll es denn überhaupt erstmal was bieten können? Und ich finde das eigentlich ziemlich traurig. Eigentlich sollte das Mitgefühl der dominierende Gedanke sein. Leider ist das nicht so, weil es nicht bloß den Egoismus jedes einzelnen Menschen gibt, sondern, also meiner Meinung nach, ich vertrete da so eine philosophische Theorie, kann man es nennen, den Stufen-Egoismus, wenn man so will. Also dass Altruismus ein Wort ist, das es nicht zwangsweise geben muss, das könnte man durch einen Gruppenegoismus ersetzen, wenn man so will. Und zwar insofern, dass es stufenweise immer höher geht. Erstmal gibt es den Egoismus nur für den Einzelnen, dann gibt es den Egoismus vielleicht innerhalb der Familie. Heißt, man tut alles für die Familie, dass sie gut versorgt ist. Dann den Egoismus innerhalb einer Stadt, innerhalb eines Bundeslands, innerhalb eines Staates. Und der Staatenegoismus ist was ganz extrem Starkes, finde ich. Gerade wenn man in der Politik ist, dann ist es eigentlich die oberste Maxime, egoistisch für das eigene Land zu handeln. Denn man soll es ja stärken. Ja, und so kann man es immer weiterziehen. Und eben dieser Staatenegoismus, der ist halt dann das Problem, sage ich mal, weil er eben mit Wirtschaftlichkeit irgendwo einhergeht. Und wenn da von außen jemand kommt, der wirtschaftlich keinen Mehrwert zu bieten hat, dann, ja, es ist schwierig. Ich meine, wenn man Flüchtlinge aus Kriegsgebieten aufnimmt, dann ist es wieder was anderes. Dann kommt schon das Mitgefühl irgendwo raus. Aber leider ist diese Menschlichkeit, die Empathie für Leute, die leiden, viel zu gering ausgeprägt, meiner Meinung nach. Naja gut, ich will mir jetzt nicht ewig rumschwadronieren, ich tue es leider schon wieder. Ich glaube, ich sollte mir irgendwie angewöhnen, neben den Let's Plays noch Laberstunden zu machen. Aber das ist dann auch doof, da bräuchte ich einen Gesprächspartner für. Müsste ich mal überlegen, ob ich irgendeinen Gesprächspartner finde, um einfach nur rumzuphilosophieren, wild durch die Welt zu sprechen. So, jetzt aber mal weiter hier, Entschuldigung. Würde Ihnen das liegen? Das ist eine völlig andere Arbeit. Ich weiß es nicht. Ich habe immer im Krieg gelebt, in jeder Schlacht Leben genommen. Da ist es schwierig, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich kenne keinen anderen Teller. Es hat mich geformt, wie der Stein vom Künstler geformt wird. Der Stein hat dabei keinen Einfluss auf seine Form. Sie und ich, Commander. Der Krieg ist unser Steinmetz und wir sind seine Gefangenen. Vielleicht nicht mehr lang. Ein Sieg würde uns beide befreien. Shepard vielleicht. Ich weiß nicht, ob Javik wirklich davon befreit werden würde. Tja, aber auf unterschiedliche Weisen sind sie gefangen, die beiden, weil sie ja auch unterschiedliche Herkünfte haben. Und ich denke, man darf bei Javik wirklich nicht vergessen, erstens, wo er herkommt, dass er eben sein ganzes Leben lang nur einen verzweifelten Krieg auf verlorenen Posten gekannt hat. Und zweitens, er ist der Avatar der Rache. Und er ist garantiert nicht ohne Grund Avatar der Rache geworden. Das wird schon seinen Grund haben.